Taschenlampe ohne Funktion? Wo bleibt das Gerät? Gerät ist kaputt, wird aber nicht geholfen. Das Gerät kann keine Injektoren kodieren. Bitte helfen Sie mir doch dabei. Der Stecker zum Fahrzeug fehlt. Ja, das sind all die Dinge, mit welchen wir tagtäglich zu kämpfen haben. Aber sonst wäre ja das Leben viel zu langweilig. Als der größte Kfz-Diagnosegerätevertriebler hat man es natürlich nicht leicht. Und da hat man so viele geile, interessante Kunden. Ich liebe euch alle. Sonst wäre doch das Leben viel zu langweilig. Und in diesem Video werde ich euch mal paar Kundenstories erzählen, die für euch wahrscheinlich auch interessant sein würden. Also, in dem Sinne, macht mal schöne Tee. Chillt euch nach hinten und viel Spaß. Ja, natürlich hört ihr meine Stimme immer noch an, dass ich krank bin, erkältet bin. Aber ist halt so. Man muss trotzdem online endlich mal wieder mit dabei sein. Normalerweise gehen wir auch jedes Mal live mit euch. Aber jetzt, ich war seit knapp 4 Wochen krank. Antibiotikum jetzt trinken und dann wird's auf jeden Fall besser. Schaut mal. Einmal zu der Taschenlampe ohne Funktion. Wir hatten so einen richtig geilen Kunden. Den Namen darf ich natürlich nicht nennen. Und der Hund, der nervt mich jetzt schon. Mein Hübscher. Du musst leise sein, gell? Wir machen jetzt ein schönes Video. Guck mal, wie der schaut. Wie als ob der das selber nicht gewesen ist, gell? Eieiei. Und guck mal, da. Ich wusste, also bei diesem Kunden, der ist so lieb, so nett, wenn du mir gerade zuschaust, tut mir leid, dass ich deinen Namen nicht erwähne. Aber guck mal, schon mit Kfz-Diagnosegerät haben wir immer wieder mit dir so leichte Problemchen. Das eine geht nicht, das andere geht nicht. Unterstütz mich mal bei der Fehlersuche, beim Fahrzeug. Fehlersuche machen wir mit euch ja nicht mit. Wir unterstützen euch nur bei den Kfz-Diagnosegeräten. Wenn ihr irgendwas nicht versteht, wie das was funktioniert und so weiter. Sonst müsste man natürlich bei der Fehlersuche auch immer einzeln berechnen. Und dieser liebe Kunde, der hat sich halt so einen richtig geilen Jumpstarter gegönnt. Und der Jumpstarter hat auch eine Taschenlampe-Funktion. Da habt ihr wahrscheinlich auf TikTok gesehen, als ich das kurze Video für den Kunden gemacht habe. Leute, es lohnt sich immer, alle Channels zu folgen, auch WhatsApp-Channel, TikTok und so weiter, weil überall stelle ich etwas Interessantes rein. Und schaut mal, da. Er schickt mir so ein Video, wo er hier drauf drückt und zeigt, ey, die Taschenlampe geht nicht an und drückt die ganze Zeit immer wieder drauf. Seht ihr? Man müsste aber lange drauf drücken. Und jetzt ist sie auch angegangen. Jetzt könnt ihr noch einmal kurz drauf drücken, habt ihr eine andere Funktion. Noch einmal draufklicke und dann leuchtet die als SOS. Und noch einmal klicken, was passiert dann? Und dann geht die Taschenlampe auch aus. Das war jetzt so ein Fall, was eigentlich tagtäglich vorkommt bei den Kunden. Weil wir haben Kunden, die können nicht einmal wirklich im Online-Shop bestellen. Das ist sogar schwierig für die. Manchmal müssen wir auf den PC zugreifen, wenn die überhaupt wissen, wie das geht. Mit manchen telefonieren wir per WhatsApp und unterstützen die. Und dann denken wir uns schon so, ey, stellt euch vor, die kaufen sich ein Kfz-Diagnosegerät. Und was passiert dann? Die wissen ja nicht mal, wie das angeht. Da müsste man für die das Ganze registrieren und so weiter. Und ja, also kommen wir mal zu der nächsten Geschichte. Der Like bellt schon, weil manchmal denke ich mir, ey, das gibt's doch nicht bei den Kunden. Und der drückt das Ganze auch aus. Aber es ist halt so. Guck mal, wo bleibt mein Gerät? Das war auch ein richtig geiler Kunde. Das war sogar von gestern. Weil jetzt habe ich mir gedacht, das wäre ja voll geil, wenn ich alle Kundenstories mal erzählen würde, was da so Schönes geschieht. Ne? Weil das ist manchmal unfassbar, meine Freunde. Also ein Kunde wartet auf sein Gerät schon seit ein paar Tagen. Der Kunde hat aber bei uns kein Kfz-Diagnosegerät gekauft, sondern er hat eine Sprachumstellung gekauft. Und ein Mitarbeiter hat den angeschrieben, dass der bitte ja die Seriennummer des Gerätes zukommen lassen soll. Jetzt guck mal, was der gekauft hat. Ja, das hat er gekauft, seht ihr? Für 97 Euro Autel Sprache umstellen. Autel Ottofix. Sprachupdate für Autel der S601. Also hier ist ja alles beschrieben. Könnt ihr ja sehen, ne? Und da ist auch nochmal ein Beispielgerät abgebildet.
Ja, der Kunde sagt, wo bleibt denn mein Gerät? Ich will mein Gerät haben. Und dann sagt der Mitarbeiter, ja, Sie haben bei uns ein Sprachupdate gekauft. Nö, ich habe euch ein Kfz-Diagnosegerät gekauft und schickt diese Auftragsbestätigung. Was steht auf der Auftragsbestätigung drauf? Autel, Sprachumstellung und kein Kfz-Diagnosegerät. Also das war auch der Hammer, dass man auch wegen sowas diskutieren muss. Aber ihr müsst ja auch überlegen, für 97,45 könnt ihr da euch so ein Gerät ergattern. Ich glaube nicht mal einen Bildschirm bekommt ihr für diesen Preis. Unglaublich, aber wahr. Gell, Lucky? Ups, Lucky ist ja gar nicht da. Da ist der Lucky. Das ist ja der Like. Wenn ihr bis jetzt noch kein Like gegeben habt, bitte einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen, damit ihr so wunderschöne Videos auch nicht verpasst. Gerät kaputt. Da hat einer unter mein Facebook-Video geschrieben. Achtung, Finger vom Weglassen. Der hat ein ATDIAC 800 BT gekauft. Direkt nach einem Jahr und einem Tag ist das Gerät kaputt gegangen. Es wird keine Unterstützung, also es gibt keine Unterstützung. Ich habe noch eine Schutzfolie drauf. Nur weil die Garantie abgelaufen ist, wieso bekomme ich da keine Unterstützung und hin und her. Also ihr könnt es ja nochmal nachlesen bei Mittmann Live, wenn ihr drauf geht, unter Facebook. Da hat er den Kommentar geschrieben. Habe ich hingeschrieben, so mein lieber Freund, dich habe ich gar nicht im System. Ich habe ja seinen Namen gesehen. Auch da drunter geschrieben, ne? Dich habe ich nicht im System, also konntest du bei uns nicht gekauft haben. Und wenn du bei uns gekauft hättest und das Gerät geht nach einem Jahr kaputt, auch obwohl Top dann nur ein Jahr Garantie hat, geben wir freiwillig von uns noch ein Jahr oben drauf und unterstützen dich halt damit. Und da habe ich dem geschrieben, ja, der hat nicht bei uns gekauft und. Und wir hätten schon eine Lösung gefunden. Und was hat er geschrieben? Ihr könnt es gerne nachlesen, hat er geschrieben. Hey, habe ich dir irgendwas getan? Ich habe doch nicht dich gemeint, sondern du reklamierst ja die Ware, die ich gekauft habe. Meine Freunde, wenn ihr irgendwo auf eBay oder Amazon kauft oder bei irgendeinem anderen Händler und ihr erwartet da die gleiche Garantie, den gleichen Support wie bei uns, nö, geht nicht. Dafür zeichnet es auch die Mittmann Live GmbH aus. Wir sind Europas einer der größten Kfz-Diagnosegeräte-Vertriebler und das nicht umsonst. Service, Garantie und. Sonst könntet ihr genauso auf AliExpress irgendeinen Murks bestellen, irgendeinen VCDS-Klon oder irgendwas ähnliches und dann hoffen, dass ihr damit arbeiten könnt. Habt ihr euch geschnitten. Ja, also, der war gar nicht nett, hat mich nett geantwortet, hat geschrieben, ich hab ja nicht dich gemeint und ist was, Brudi. Oder irgendwas sowas in der Art. Wie als ob, was willst du, Alter? Geil, solche Leute gibt's auch. Dann das nächste. Kunde ruft an. Ja, Injektoren können nicht kodiert werden und. Bei uns, wenn der Kunde nicht abgespeichert ist im zentralen System, da bitte einmal immer die Bestellnummer durchgeben, den Nachnamen, egal wer ans Telefon rangeht, weil die müssen erstmal prüfen, ob ihr es bei uns gekauft habt. Deswegen am besten auch anschreiben. Aber wenn ihr schon anruft, dann bitte parat halten, wer das überhaupt ist. Ja, ich habe die Bestellnummer gerade nicht. Ich so, ja, dann bitte den Namen. Ich oder Sascha, ich weiß gar nicht mehr. Aber, nee, das war auch vor kurzem. Der hat sogar mich angerufen, weil Sascha wahrscheinlich ihn abgewimmelt hat, weil er schon mitbekommen hatte, dass er nicht bei uns gekauft hat. Ja, Injektor. Bitte den Namen, gib dir den Namen durch, ja, der ist nicht im System. Ich so, sind Sie sicher, dass Sie auf ml24.shop gekauft haben? Ah nö, das habe ich bei Amazon gekauft. So, lieber Kunde, dann bitte auch bei Amazon anrufen. Ja, da meldet sich keiner. Und bitte, Sie sind ja voll sympathisch in den Videos. Guck mal, wenn wir tagtäglich all die Kunden bedienen müssten, die bei eBay und Amazon kaufen, müssten wir zig Mitarbeiter einstellen, die sich nur um Amazon und eBay-Käufer sich kümmern müssen. Ohne Geld zu verdienen. Ohne Geld kann man nicht leben, meine Freunde. Deswegen bitte, versteht's nicht falsch, dass euch da nicht immer geholfen werden kann. Natürlich habe ich ihm dann geholfen, habe dann gesagt, ja, nö, siehst du, nicht bei uns gekauft, geht normalerweise nicht. Aber bei Injektoren kodieren, kannst mal da drauf gehen, versuch das mal, probier das mal aus.
Weil wenn du es bei uns gekauft hättest und es wird bei dir nicht gehen, dann könnten unsere Techniker oder ich bei dir zugreifen und dir das zeigen. Der hat sich bedankt und das war's. Also Leute, habt ihr verstanden, was ich meine? Wenn ihr dann auch bei BR1 oder beim Breininger oder wie sie alle heißen, Richter, Autelgret oder irgendwo kaufen, dann müsst ihr euch auch bei denen melden. Ob die euch dann weiterhelfen können oder nicht, das ist dann wiederum eine andere Frage. Das ist dann deren Problem und euer Problem. Unser Team ist halt dafür bekannt, dass die Unterstützung auf jeden Fall immer zeitig kommt. Und wenn wir unser Versprechen nicht halten können, wie es mal bei einem Kunden vor kurzem gewesen ist, der hat vor 7 Monaten TNJ-Box gekauft. Und da musste, also Topton hat geschrieben, dass bei diesem Fahrzeug das so und so durchgeführt werden muss. Eine Schlüsselprogrammierung. Haben unsere Techniker nicht hinbekommen. Topton hat es nicht hinbekommen. Irgendwie war das Modell verflixt. Und jetzt im Januar, 7, 8 Monate später, habe ich das Gerät zurückgenommen, also die TNJ-Box, und das Geld erstattet, die volle Summe. Wer macht es? Wenn ihr als Selbstständiger überhaupt irgendwo was kauft, dann habt ihr ja gar kein Widerrufsrecht, das wisst ihr, oder? Und so ist es halt, unser Service, und wir lieben es. Weil nur von unseren Kunden leben wir und wir sind keine Eintagsvögel, sondern uns gibt's schon seit zig Jahren. Und da muss halt der Support schon groß geschrieben werden. Also, ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Und es gibt auch welche Händler, die registrieren Autogeräte auf sich, ne, damit die Kunden unbedingt auch zu denen kommen müssen, um die Updates durchzuführen. Obwohl die Updates dann bei uns vielleicht wesentlich günstiger sind. Ja, manche fragen dann auch, ja, seid ihr überhaupt berechtigt, die zu verkaufen und und. Wir haben alle die Zertifikate. Einer hat sogar versucht, uns mal anzuzeigen bei der Polizei. Dann mussten wir alles vorführen. Haben wir getan. Wisst ihr, wenn manch andere irgendwie den Namen in den Dreck ziehen. Eigentlich wollte ich schon diese Unternehmen abmahnen. Also diese Wiederverkäufer, die versuchen, unseren Namen so schlecht zu reden. Aber so, dann das nächste. Stecker zum Fahrzeug fehlt. Tatsächlich. Ein Kunde schickt ein Bild, ich sehe nirgendwo das VCI. Da habe ich auch unbedingt ein TikTok-Video erstellen müssen. Ich war einfach nur baff. Also, Leute, einmal ein paar Videos anschauen von Mittmann Live, wenn ich mal das Gerät vorstelle. Oder einfach ein Video von dem Gerät anschauen, auch nicht von mir, wenn du mein Gesicht nicht magst, aber unbedingt bei mir kaufen möchtest. So, das ist ein ATDIAC 900 BT, eins der meistverkauftesten Geräte von uns, wie auch Topton Phoenix Smart. Jetzt zieht auch Thinker noch nach, bei Thinker, ThinkTool Euromaster X zum Beispiel, oder ThinkTool Euromax, oder die ThinkTool Geräte, da ist halt der riesen Vorteil, dass die Update-Kosten viel günstiger sind als bei anderen Herstellern, als bei Topton oder ähnlichen. Aber Topton Support ist auch so gut wie von Thinker. Beide Geräte sind die Nummer 1 für mich. Also, er zeigt uns den Koffer, zeigt alles. Wo befindet sich das MDCI? Wo befindet sich das VCI, welches ins Fahrzeug reingesteckt wird? Mach mal bitte Pause, das Video, und schreib mir das bitte drunter als Kommentar, ob ihr es wusstet oder nicht. Also, guck mal. Babam, Zauberei. Da ist das VCI. Das steckst du ins Fahrzeug rein. Verbinde ich mit dem Fahrzeug, wenn du fertig bist, wieder neu, stecke fertig. Also schon geil. Wieso? Ja, Stauraum. Sonst so brauchst du nicht mitführen. Zum Beispiel mit den gleichen Funktionen. Ne? Das startet hier 900 BT. Da haben wir einen T-Wand 900 von Thinker. Der hat zum Beispiel nicht. Der hat so mit dem Kabel. Ne? Kannst du nicht neu machen. Auch ein richtig geiles Gerät, kann noch TPMS, Reifendrucksensoren. Da ist bei uns zum Beispiel auch der Riesenvorteil, all die Kfz-Diagnosegeräte, die wir verkaufen, die haben wir auch da zum Testen. Außer, sagen wir mal, die kleinen Autel-Geräten von Autel komme ich eh langsam fast komplett weg.
Ihr könnt alle Autogeräte bei uns kaufen, aber was Support angeht, meine persönliche Meinung, grottenschlecht, also katastrophal. Die Geräte an sich, die tun mir voll leid, weil die keinen gescheiten Support von Autel bekommen. Ich mache der Autel nicht schlecht, ich find's einfach nur kacke. Ottofix, auch mega geile Geräte, mega cool alles. Support, kannst in die Tonne klopfen. Genauso wie meine persönliche Meinung, bei den Lounge-Geräten Support, also wenn wir noch die Jungs nicht unterstützen würden, hau ab, Alter, schmeiß weg, ehrlich. Autogeräte unterstützen wir ja natürlich auch, aber es geht hier um diesen Support. Wenn etwas nicht funktionieren sollte, und es geht nicht, auch wenn wir es getestet haben, dann ist halt der Fall, dass es dann von den Herstellern geregelt werden muss und die machen es nicht. Geht halt nicht, ne? So, was sagst du denn da? Da wird meine Batterie repariert. Guck mal, wir haben auch so richtig geile Trolleys. Mega. Hier, Supplier. Um Batterie zu reparieren, um Supply-Modus, also Programmiermodus einzuschalten, wenn ihr Steuergeräte programmiert und so weiter. ADAS-System. Radarsystemkalibrierung. ADAS, meine Freunde. Das Ding ist gerade so spottgünstig. Das wird niemals mehr so günstig sein. Das heißt, wer ein ADAS-System haben möchte, egal ob jetzt leasen oder finanzieren oder so kaufen, jetzt zugreifen, weil danach werden sich die Preise verdoppeln. Ohne Schmarrn, ohne Lüge. Wir haben den Vorteil, dass wir diese ADAS-Systeme jetzt in der Black Friday-Aktion auch bei Top dann selber gekauft haben. Ganz viele Geräte und diese Preise können wir euch immer noch weitergeben, solange der Vorrat reicht. Aber dann sind diejenigen selber schuld, wenn es die dann zu diesem Preis nicht mehr gibt. Und da gibt es auch so Kunden, die sagen dann, warum, ich will aber zu diesem Preis haben. Gestern war es noch der Preis. Guck mal, ist, bei mir ist ja nicht so wie bei der Tankstelle, wo sich die Preise hin und her wechseln innerhalb von Sekunden. Es kommt immer auf meinen Einkaufspreis drauf an. Das bedeutet, wenn ich zu diesem Einkaufspreis das aktuell bekomme, dann gebe ich an euch die Preise weiter. Wisst ihr, von wie vielen Kunden wir mal gehört haben, ey, mega geil, Mitmann, ich danke dir. Guck mal, wenn du Rabatte bekommst, dann bekommen automatisch auch die Kundenrabatte oder ich persönlich oder unsere Wiederverkäufer. Und jetzt zum Beispiel bei Thinker. Wenn ihr einen Gutscheincode benötigt, nichts wie ab, bekommt ihr für meine Thinker-Geräte, weil wir haben von Thinker jetzt innerhalb von diesen 2-3 Monaten, seitdem wir mit denen arbeiten, so viele Geräte verkauft, weil die auch einfach genial sind, dass Thinker uns auch weitere Rabatte gewährt hat. Heute kommt der Thinker-Chef. Könnt ihr eventuell auch sehen? Joa, da mache ich ein TikTok-Video oder so. Also mal sehen, was ich da mache. Also der Chef kommt persönlich zu mir her, kann nur auf Englisch schwätzen, ist halt so. Aber da seht ihr auch, ne, wie unsere Firma geliebt wird und geschätzt wird, weil wir die anderen schätzen und alles. Also, es gibt noch weitere Kundenstories, das Video würde aber dann locker eine Stunde oder so gehen. Wenn euch solche Kundenstories gefallen, dann nichts wie ab. Bitte in die Kommentare, wenn euch gefallen hat, in die Kommentare, nicht gefallen hat, hinschreiben, was euch nicht gefallen hat, weil da habe ich noch einiges. Ich habe Betrugsfälle, Leute, die mich versucht haben zu betrügen oder die Firma mit meinem Live GmbH. Mutwillig kaputt gemacht, die Geräte. Oder. Also da haben wir einen Haufen. Jetzt ist meine Stimme wieder im A und ich habe gleich wieder den nächsten Termin. Es hat mich sehr gefreut, euch mal wieder zu spüren, dass ihr euch auch freut, mich wieder zu sehen. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis demnächst, euer Mitmann Live.